Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und damit herzlich willkommen in der neuen Handelswoche. Die letzte hier bei uns im September. Den vergangenen Freitag haben wir an den Märkten mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Thema Hexensabbat, da kann ja häufig viel los sein, aber so viel war dann doch nicht los. Aber in den Charts sind so die ein oder anderen Spuren hinterlassen worden. Das sehen wir heute auch beim DAX. Das habe ich mal in die Liste für die Besprechung heute mit aufgenommen. Aber erst einmal einen schönen guten Morgen auch an alle Live-Zuschauer hier. Ludger, Alexander, freue mich, euch hier mit begrüßen zu dürfen. An alle, die hier auch live mit Zuschauern, wenn Sie mögen, und mal den ein oder anderen Chart beleuchten lassen möchten, scheuen Sie sich nicht, einfach hier im Facebook den Kommentar hinterlassen und ich gehe dann direkt auch auf Ihren Wunschchart mit ein. Das dazu, und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt in die Handelsideen für heute rein. Der Risikohinweis ist obligatorisch. Sie wissen das, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das an dieser Stelle. Und damit rein in die Tagesnachrichten. Heute um 10 Uhr, wichtig hier bei uns in Deutschland, da gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex. Der wird veröffentlicht, wie gesagt, 10 Uhr. Mal gucken, was die Märkte draus machen. Um 15 Uhr deutscher Zeit spricht der Herr Draghi als EZB-Präsident, das kennen wir ja schon, auch da kann einiges passieren. Der kann mit seinen Worten auch den Euro deutlich bewegen. Mal gucken, was bei rauskommt. Der Euro hat ja letzte Woche doch ganz ordentlich Bewegung gehabt. Das ist also das Wichtige hier für den heutigen Tag. Diese Woche ist Sitzung bei der Fed in den USA. Ich denke, da wird hier der Markt auch drauf warten, lauschen. Ich gehe mal davon aus, die Zinserhöhung ist auf alle Fälle schon mit eingepreist. Das heißt, hier wird der Markt sehr, sehr spannend darauf hören, was hier noch in den Nebentönen mit berichtet wird. Also schauen wir mal, das wird dann diese Woche Mittwoch hier soweit sein. Bis dahin haben wir aber noch ein wenig Zeit, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und damit würde ich sagen, lassen Sie uns direkt mal hier in den Stereotrader und den japanischen Yen schauen, also US-Dollar-Yen. Die Währung, Sie sehen es hier in der Skizze. Wir hatten sie schon miteinander besprochen, etwas früher natürlich. Die Historie ist jetzt vorangeschritten. Historie vorangeschritten heißt, man kann ja einen Chart immer wieder traden. Wenn es Signale gibt, why not? Ne? Wir haben ja die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Wir sind alles schlaue Menschen. Von der Seite her schauen wir mal an, was hier passiert ist. Guck mal, hier, Abwärtstrend gebrochen. Groß, wenn man das mal sich hier anschaut, hier der übergeordnete Aufwärtstrend, das hatte ich damals aus der Woche rausgezaubert. Hier, das ist der aktuelle Aufwärtstrend in der Woche, da hatte ich das Gesamtkonstrukt auch hergenommen, da bin ich auf die Idee gekommen, den Wert mal doch etwas näher reinzunehmen, weil es halt schöne Bewegungen gibt, wo wir auch Trends sehen und Sie wissen das, die Trends sind ja unsere Freunde an den Märkten. Und jetzt haben wir es gehabt. Wir haben sozusagen hier oben die 11.800, also die 111.800 rups überschritten. Wir haben schön den Aufwärtstrend. Der lief weiter fein in seiner Bewegung auch. Wir haben hier das weitere Korrekturhoch bei 112.151 rausgenommen. Der Markt lief trotzdem weiter wie am Schnürchen. So. Aber irgendwann kann es halt dazu kommen, dass so eine Korrektur einsetzt von so einer starken Bewegung. Und das schaue ich mir dann sehr, sehr gern über die untergeordneten Zeiteinheiten an. Wenn ich im Tag so ein Indiz dafür bekomme, ui, schau doch mal genauer hin. Und das Indiz, Gravestone Candle, das habe ich hier gesehen. Schauen Sie hier, hochgelaufen, neues Hoch gemacht an dieser Stelle in diesen Bewegungen. Und dann, flups, kompletter Abverkauf. Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist für mich der Punkt zu sagen, guckt doch einfach mal hin. Das kann eine einmalige Schwäche Intraday gewesen sein, wo man sagt, okay, am nächsten Tag geht's weiter, nichts gewesen, tschüss, fertig. Das ist Nummer eins. In dem Moment weiß man halt, okay, wenn der Markt hier doch nicht schwach werden sollte, dann geht es halt einfach weiter nach oben. Was bedeutet in dem Fall weiter nach oben? Hier oben diese 113.137 ist der nächste Widerstand. Das wäre mal der Punkt, der anlaufbar ist. Da in dem Moment ist eine, ist momentan noch der Deckel drauf. Da sollte es drüber gehen. Ob der jetzt direkt drüber geht oder erstmal doch ein Stückchen korrigiert, das weiß natürlich keiner. Ich gehe davon aus, es kommt eher zu einem bisschen Korrektur. Nur wenn es nicht so kommt, müssen wir was anderes machen. Und da nehmen wir uns einfach wieder mal die untergeordnete Zeiteinheit zu Hilfe. Sie sehen das hier in der magentafarbenen Skizzierung, habe ich mal den Stundentrend eingezeichnet. Und den gucken wir uns jetzt hier einmal an. Ali, moinsen.
Auch von meiner Seite. Danke für die Begrüßung. So, hier rein in den Chart, in die Stunde mal. Das sieht jetzt ein bisschen kritzelig aus, was wir hier haben. Einfach weil die Punkte manchmal nicht so richtig treffen. Aber ich denke, was hier gehauen und gestochen wird, sehen wir trotzdem hier mal die letzten Züge dieses Aufwärtstrends. Ne? Hier haben wir ja auch schön Aufwärtstrend, sieht man ja alles hervorragend. Wichtig ist, was hier jetzt kommt. Und hier an dieser Stelle sehen wir ja erst einmal schon mal, hier ist der letzte Aufwärtsschub, das ist Nummer 1. So, dann ist das Ding komplett abverkauft worden am Freitag. Hier an dieser Stelle sehen wir mal den Bewegungstrend der Stunde. Der ist jetzt hier schon mal, er ist nicht gebrochen, aber wir sind schon mal hier unten in die Nähe reingelaufen. Was dann interessant wird, was hier passiert. So, jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Wenn der Markt einfach wieder nur nach oben läuft, dann wäre das jetzt ein Stückchen Korrektur dieses Stundentrends geworden. Dieser gesamte Stundentrend, der kann ja korrigieren bis hier runter auf ungefähr hier, was haben wir hier unten im Tief, bei über den Daumen 112,036, ohne das Ding kaputt zu machen. Ja? Das heißt, wenn es hier unten drunter bricht, haben wir hier im Kleinen erst einmal in der Stunde, das ist jetzt wirklich für das kleine Trading, das ist jetzt nichts, wo man sagt, dann nehme ich mal Swings im Tag mit, sondern das ist wirklich für die Leute, die das interessanterweise sehen wollen, hier im Intraday-Trading, die schauen sich sowas an und sehen, okay, wenn wir jetzt hier drunter laufen, unter diese Marke, dann haben wir hier erstmal nach unten trendigen Markt. Das kann man dann zum kurzfristigen Traden nutzen, weil wir wissen ja, der Tag ist weit gelaufen, eine Korrektur kann wahrscheinlicherweise kommen. Wenn der Markt hier drunter läuft, dann sind das Indizien, wie auch immer, jedenfalls Anzeichen dafür, dass der Markt doch nach unten möchte. Das kann man dann aus den kleinsten Zeiteinheiten traden. Feine Sache. So, das ist Nummer 1. Nummer 2, die es nicht so in den kleinsten Zeiteinheiten traden wollen, die brauchen natürlich trotzdem die Bestätigung, dass der Markt nach unten will. Und das sehen wir dann, wenn wir hier drunter laufen, sich in der Stunde ein Abwärtstrend bildet. Das sind dann Anzeichen dafür, dass wir doch tatsächlich hier den Markt nach unten gehen wollen und ein Stück weit an Korrekturlaufen haben. Ne? Hier sehen Sie mal das Bild, was ich Ihnen gerade eingezeichnet habe. Dann wären wir hier in dem Bereich nach unten. Als nächstes steht dann halt hier dieses Tagestief bei 112,036 an, beziehungsweise im weiteren Fortgang dann hier dieser Ausbruch bei 111,800. Dieses Level, das wird gerne mal ausgetestet. Wenn wir dann doch etwas tiefer korrigieren, das müssen wir mal sehen. Ich nehme mal an, das wird nicht heute in einem Tag passieren, wenn das überhaupt passiert, aber es gibt nach unten halt genug Weg, wo Anlaufpunkte im Rahmen stehen. Wir haben hier haufenweise Tagestiefs auch liegen. Muss man sehen, wie stark hier die Verkäufer, beziehungsweise, ja doch, es sind ja dann die Verkäufer, den Markt nach unten schieben wollen, wenn sie es überhaupt wollen. Aber das sind Dinge, deswegen schauen wir hier hin, um das Ganze entsprechend mitzunehmen. Wie schon gesagt, momentan ist das ganze Ding nicht mehr oder weniger als eine leichte Korrektur in der Stunde. Wenn wir deutlich tiefer laufen, das heißt, sich diese Kerze hier dann auch schwarz einfärbt oder wenn Sie einen rot-grünen Chart benutzen, wenn das Ganze sich rot einfärbt, das wäre dann ein Zeichen dafür, dass der Markt nach unten will. Wir sehen momentan den Schub nach unten. Das ist das, was wir hier haben. Diese Kerze ist schon leicht bestätigt. Der Markt muss weiter runter. Dann haben wir hier die Bestätigung, dass wir etwas Korrektur bekommen. Sie wissen, wir wissen nie, wie weit eine Korrektur gehen kann, aber es ist genug Potenzial da und das schauen wir uns dann einfach an, wenn die Märkte laufen. So, dann würde ich sagen, nächstes Währungspaar, US-Dollar, Schweizer Franken, habe ich da heute für Sie mit vorbereitet. Bleib ein bisschen im US-Dollar-Bereich. Ah, hier, sehr schön. Ha, ich freue mich. Ich freue mich, wie der Berliner sagt. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie die Technik hier funktioniert, wie wir sehen können, was die Marktteilnehmer machen. Ich sage ja immer wieder, Markttechnik, das ist so ein Thema, das wird jetzt immer mal gerne so inflationär so ein bisschen benutzt, aber für mich hat das Ding nichts Inflationäres. Die Markttechnik, das Thema Dow-Theorie, Erkennen von Trends, ist einfach sehr, sehr gut dazu geeignet, die momentane Lage zu beurteilen und daraus Schlüsse zu ziehen. Und das sind die Dinge, die ich hier immer wieder sehe, in den Charts, wenn wir beispielsweise hier in so einem Unterstützungsband, wie wir das hier unten entsprechend haben, um die Marke von, jetzt muss ich das Kreuzle mal anmachen hier, um die Marke von über den Daumen 0, was haben wir, 95,819 an dieser Stelle. Wenn wir uns das mal näher angucken, hier, ich zoome da auch mal kurz groß rein, schauen Sie, ach, das ist jetzt gekritzelt hier, ich mache mal meine Zeichnung raus, so, wir wollen ja schließlich hier ein bisschen was sehen. Manchmal verschieben sich die Zeichnungen hier. Das Programm ist gut zum Traden, aber zum Illustrieren nicht ganz so gut geeignet. Aber es hat alles Vor- und Nachteile. So, jetzt machen wir das Ganze wieder ein bisschen kleiner, damit ich Ihnen zeigen kann, was ich eigentlich zeigen wollte. Schauen Sie, das hier, das ist eine Hammerkerze. Ja gut, hier ist noch ein bisschen Docht oben drauf, aber wurscht, wie wir das Kind jetzt nennen. Der Fakt ist einfach eins, wir sind tief runtergelaufen und deutlich wieder zurückgekommen. Das ist extrem positiv. Und wenn wir sowas sehen,
in so einer Unterstützung so eine Umkehr und dann eine Bestätigung bekommen, dann kann es durchaus sein, was heißt Bestätigung? Die Bestätigung ist jetzt, hat jetzt angefangen. Wenn wir sowas bestätigt bekommen, kann es durchaus sein, dass wir etwas höher entsprechend korrigieren. Und das ist doch interessant. Das kann man fürs kurzfristige Trading nutzen. Ich sage Ihnen auch, ich habe mit solchen Kerzenformationen jetzt nie ellenlange Trades nach oben gemacht gegen den Trend. Das habe ich noch nie geschafft. Ich habe das ein oder andere Mal so eine langen Bewegungen auch gesehen, aber ich habe einfach gemerkt, ich muss mir hier realistische Kursziele auch setzen. Die sind meistens nicht gigantisch, aber es ist doch gut zum Traden geeignet. Und was ich da einfach mache, ist, ich messe die letzte Bewegung aus und nehme so über den Daumen mal 50% davon an. Da hatte ich auch mal einen Artikel im Traders Magazin zugeschrieben. Schauen Sie, das war ein Trendkanal. Trendkanäle wollen wir nicht zeichnen. Ich möchte hier die Fibonaccis. Die Fibonaccis habe ich übrigens an mich selbst angepasst, wie ich das brauche. Ich brauche jetzt hier nicht die einzelnen Level, sondern für mich ist wichtig, wo sind 50% Marken. Und schau mal, hier haben wir die 50% Marke. Und das ist erstmal ein Rücklauflevel 50-60%. Wenn wir hier das Ganze mal in der Stunde auch anschauen, dann sind wir hier auch drinnen, wo wir sehen können, wo sind denn interessante Anlaufpunkte, die wir uns aus dem klassischen Chartverlauf rausnehmen können. Und da wäre es erst einmal, schauen wir mal, jetzt haben wir hier auf der Stunde einen untergeordnet laufenden Aufwärtstrend erst einmal. Hier ist wieder so eine kleine, inverted Hammer-Kerze. Mal gucken, was draus wird. Das ist dann interessant für die, die die kleineren Zeiteinheiten schreiben. Hier, schauen Sie, hier hat das ja auch funktioniert. Dann kam die Korrektur, hier unten die Umkehr, zack, ging es wieder nach oben. Sowas kann ja auch passieren. Das Potenzial nach oben hin, erst einmal in meinen Augen, ans Anlaufpunkt hier oben, dieses Korrekturhoch bei 0,96262, beziehungsweise hier unten dieser Punkt, wo der Markt hier oben durchgedrückt ist, bei 0,96354. Das sind mal Anlaufpunkte, wo der Markt durchaus ohne weiteres auch ranlaufen kann, wenn ein Rebound noch weiter fortführen würde. Ne? Natürlich ist es immer schön, wenn man bei einem Rebound hier unten reinkommt, aber Sie sehen ja, die Kerze kam ja erst am Freitag. Wie soll ich denn dann hier unten reinkommen? Das funktioniert hier nicht. Das ist ein nachgelagertes Signal. Wenn der Rebound anläuft, wie schon gesagt, ein bisschen Potenzial haben wir. Wenn viel draus wird, können wir sogar hier oben in diese Richtung laufen an dieses Tageshoch, was wir hier drüben gehabt haben. Wo war das Tageshoch? Das Tageshoch war bei 0,97002. Da kann der auch problemlos hinlaufen, wenn der Markt genug Bums von unten hat, zu sagen, gut, jetzt sind wir wirklich tief genug gelaufen, um hier mal ein Stück weit nach oben auch zu kommen. Wer sich den Chart mal in der Woche anschaut, der sieht, was ich meine. Die Woche ging einfach hier brutal nach unten und da haben wir so eine Überdehnung von so einem Gummiband und das kann halt wirklich dazu führen, dass das doch mal ein bisschen weiter zurückspringt und wenn dann die kleinen Zeiteinheiten in die etwas größere rein korrigiert und wir den Swing über den Tag mitnehmen können, das wäre dann das Potenzial dafür, dass wir doch ein Stückchen höher laufen können. Aber wie schon gesagt, Gegentrend-Trades sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das bitte immer, immer, immer im Kopf behalten. Ne? Hier wird das Geld auch immer in den großen Zeiteinheiten gemacht. Die Big Boys, die handeln nicht im 5-Minuten-Chart und schieben hier die Trends über Monate nach oben, sondern das Geld fließt da ganz anders rein und auch mit einem ganz, ganz anderen Hintergrund. Okay, das zum US-Dollar, Schweizer Franken und dann, tata, das Lieblingskind der deutschen Händler, der DAX. Unser Heimatindex hier, da gucken wir auch gleich mal rein. Da haben wir ihn und den schauen wir uns an. Wir hatten ja am Freitag schon mal kurz drüber gesprochen. Freitag war dann auch der Hexensabbat und am Hexensabbat, da passieren manchmal so Dinge, wo ich sage, mal gucken, wie es in Zukunft wird. Ich hatte das auch im Blog geschrieben. Sie können sich das, wenn Sie sich den Blog mal anschauen, ich hole den mal ganz kurz rüber für all diejenigen von Ihnen, die den Blog noch nicht so auf der Uhr mit haben. Ich schreibe das jeden Morgen für Sie hier auf der Website von Tickmill. Ich hole die mal kurz rein hier. Und auf der Website von Tickmill, da sehen Sie unsere Blog-Einträge. Natürlich sehen Sie auch, und das ist wichtig, gucken Sie hier hin. Es gibt richtig geniale Konditionen. Sehr, sehr enge Spreads. Tolle, also wirklich schöne Werkzeuge zum Traden hier. Zum Beispiel auch den Stereo-Trader für diejenigen, die nicht mit dem klassischen Meta Trader traden wollen. Und dann gibt es hier auch auf der deutschen Seite, bitte wichtig, gehen Sie auf die deutsche Seite, den Blog-Eintrag. Und im heutigen Blog habe ich hier vom 24. September, habe ich heute Morgen reingeschrieben, der dritte Hexensabbat in diesem Jahr ging am vergangenen Freitag über die Bühne. Die Wetten der Händler wurden glattgestellt. Nun ist es an den Märkten aufzuzeigen, ob die Kurszuwächse der vergangenen Tage bei den Indizes lediglich den Wetten zugeschrieben waren oder ob der Antrieb zum Kaufen auf wirtschaftlichen Grundlagen beruht. Das ist mal das Ding. Wir hatten Hexensabbat und dieser Hexensabbat kann halt, wenn die Wetten in der einen oder anderen Richtung stehen, dazu führen, dass die Kurse in die eine oder andere Richtung getrieben werden und wenn diese Motivation dann weg ist, einfach wieder in sich zusammenzufallen. Und sowas passiert, sage ich mal, in Regelmäßigkeit zu diesen Verfallstagen.
dass wir hier starke Schübe in eine oder andere Richtung vorher sehen, das Ganze dann abverkauft wird. Wir haben das hier, schauen Sie sich mal die Freitagskerze an. Wir hatten am Freitag eine Kerze, die hat dann vom Hoch doch deutlich abverkauft. Der Abverkauf fing um die Zeit an, wo dann sozusagen die Wetten glattgestellt wurden. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, was passiert hier, wo geht der Markt hin. Interessanterweise ist es hier jetzt im DAX so, ich mache mal kurz hier das Fenster ein bisschen größer, dass wir etwas mehr sehen, etwas mehr Platz haben. Wenn wir uns das ganze Bild hier mal anschauen, mal hier, ich mache mal ganz kurz den entsprechenden Wochenchart rein, dann haben wir hier jetzt sozusagen den leichten Aufwärtsschub hier in diese Richtung. Das heißt, Sie sehen ja hier so eine aufwärts gerichtete Linie hier an diesem Bereich. Jetzt muss ich die nur mal so machen. Also wir haben hier das Thema ansteigende Hochs ist jetzt da. Wir haben von oben immer noch den Druck da, dass wir die fallenden Tiefs haben. So, das wäre jetzt mal das. Und was jetzt hier interessant und ein wichtiger Punkt ist oder wäre, ist halt, dass wir über die 12.600-Punkte-Marke drüber gehen. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz im Chart. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie das Verhalten der Chart-Teilnehmer ist, sondern einfach, das sind einfach so Marken, wo man sagt, wie komme ich denn auf die 12.600 Punkte? Und hier, schauen wir mal, wir hatten hier dieses Bewegungshoch so und über Daumen, das liegt hier um die 12.600 Punkte. Das heißt, wenn wir hier oben drüber wuppen, dann wäre erstmal auf alle Fälle dieser Trend hier, dieser Untertrend, der wäre weg. Da wäre die Welt doch ein ganz, ganz andere. Da wären wir erstmal wieder über einer wichtigen Marke. Alles andere ist, das hatte ich Freitag gesagt, ja jetzt momentan, Norbert, moin. Auch dir einen guten Start in die neue Woche. Also hier, der DAX nochmal. Wir sind jetzt hier im Hochlauf. Das ist schön zu sehen, nice to have, aber es ist immer noch ein übergeordneter Abwärtstrend. Das heißt, einmal hier, der Abwärtstrend und dann hier der übergeordnete große Abwärtstrend. Das ist alles noch abwärts gerichtet. Wenn wir hier oben drüber wuppen, die knapp 12.600 Punkte, das wäre genial, das wäre wirklich schön, das zu sehen. Ich bin hier guter Dinge. Also Sie sehen auch, ich bin Optimist. Ich bin jetzt keiner, der alles klein und schlecht redet, sondern ich sehe wirklich in meinem Trading, wie auch im Leben, immer schön die Chancen, weil das viel, viel interessanter ist, sich auf die Chancen zu konzentrieren. So sieht übrigens auch meine Depotmischung aus. Ich halte relativ wenig davon, hier irgendwelche Sachen zu machen, um Risiken klein zu halten. Eine Mischung aus Risikogesichtspunkten, sondern ich mische mein Portfolio immer unter Chancengesichtspunkten. Risiken spielen da eine Rolle, aber ich konzentriere mich einfach auf die Chancen. Hier haben wir jetzt die Situation, der Markt kam runter. Er ist übergeordnet noch abwärts gerichtet. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass wir jetzt hier diesen großen Bewegungsschub sehen, dass wir hier etwas an Korrektur bekommen und danach die Korrektur nach oben schieben. Das heißt hier, das jetzt ein bisschen Korrektur, wie auch immer die ausschauen wird und danach, wenn die Korrektur zu Ende ist, dass wir dann einen positiven Verlauf nach oben bekommen, wo wir uns dann nach oben hin der 12.600 und danach hier drüber hinaus den weiteren Marken widmen könnten. Inwiefern das nach unten geht, kann auch sein, dass er einfach nach oben schiebt. Das ist jetzt mal mein Szenario, was ich hier habe. Ich gehe eher von etwas Korrektur aus. So, wenn die Korrektur kommt, dann ist es so, wir sehen, dass hier die Schübe waren stark nach oben gerichtet. Deswegen blicken wir einfach mal hier in den Chart der Stunde rein. Und hier haben wir, sehen Sie jetzt, das ist das, was ich meine. Wir haben jetzt hier untergeordnet ein bisschen Abwärtstrend. Also das heißt hier, der Markt hat es nach oben gedrückt. Und jetzt schiebt es den Markt so ein bisschen nach unten. Jetzt haben wir so ein bisschen seitwärts getingelt. Ich nehme an, das liegt auch ein bisschen mit an der Situation, dass wir hier in den nächsten Minuten, wie spät haben wir es jetzt? 8.49 Uhr. Also in etwas mehr als einer Stunde kriegen wir wichtige Nachrichten. Das hatte ich ja gezeigt. Der Markt läuft jetzt erstmal runter. Und das wäre in meinen Augen eine gesunde Korrektur. Ne? Wir hatten also sozusagen hier den starken Schub nach oben. Übrigens hier an dieser Stelle auch, da weise ich gerne nochmal drauf hin. Schauen Sie, hier hat man auch wieder so eine schöne Range über die Nacht, die dann morgens schön gebrochen wurde. Also sowas können Sie auch im DAX sehen, so eine Overnight Ranges, die wir dann zum Traden auch mit benutzen können. Hier schauen Sie mal, das war zu Ende. Die hätte man, wann war das gewesen? Am 21. hier 6 Uhr, 7 Uhr und dann ging es schön nach oben, als die Märkte dann reingekommen sind. Da können Sie auch immer mal raufschauen, wenn Sie sowas sehen. Das sind interessante Mittel. So, jetzt sind wir aber hier an dieser Stelle und sagen hier, der Markt läuft jetzt etwas abwärts. Das ist ein Zeichen für Korrektur. Und diese Korrektur kann ja problemlos nach unten laufen. Schauen Sie mal, wir haben jetzt hier im Stundenchart nicht wirklich Anhaltspunkte. Wir haben ja zwar irgendwo hier in diesem Bereich um die 12.300 Punkte Marke. Ist das hier die 12.300? Ja, genau, 350. Haben wir so leichte Seitwärtsbewegung, leichten Support an dieser Stelle gehabt. Bricht das Ding nach unten weg, dann haben wir halt hier runter die Teile. Hier haben wir Korrekturtiefs. Einmal hier um die Marke von 12.200 Punkten, einmal hier unten um die Marke von 12.150, 160 in diesem Bereich. Das sind Anlaufpunkte nach unten hin, die wir durchaus mit angehen könnten, einfach um ein bisschen Korrektur zu sehen. Das also für die DAX
DAX-Tagesplanung hier. Das ist das, was wir heute mit auf der Uhr haben können, um hier etwas zu traden. Also Sie sehen, warten wir mal ab, was der IFO-Geschäftsklima-Index bringt. Aber momentan ist der Markt jetzt nicht euphorisch, einfach so nach oben weiterzulaufen. Also das heißt hier, unten drunter haben wir schon mal gestochen, unter das Tagestief vom Freitag bei 12.351. Wenn es hier ein bisschen zur Korrektur kommt, haben wir nach unten hin einiges an Potenzial, ohne das Szenario, was ich vorhin beschrieben hatte, kaputt zu machen. Also das wäre mal das Ding. Allerdings muss man immer die übergeordnete Situation mit eindrehen. Das wäre das eine. Kommt der Markt doch nach oben raus? Wäre das nice to have? Hier oben 12.460. Das wäre die Marke, die es zu überwinden gilt. Dann haben wir hier ein Tageshoch bei 12.476 und danach kann es schon auf die knapp 12.600 Punkte Marke gehen. Das ist auf der Oberseite, wenn heute im Laufe des Tages direkt auch Stärke in den Markt kommt. Da lassen wir uns mal überraschen und was draus wird, werden wir dann heute im Laufe des Tages sehen, beziehungsweise morgen. Und morgen gibt es dann wieder den Blog-Eintrag meinerseits und um 8.30 Uhr treffen wir uns gerne wieder hier. Da lade ich Sie ein, auch live dabei zu sein zu unserer Besprechung der morgendlichen Handelsideen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wirklich sehr, sehr schönen Start in die neue Woche. Gute Trades und bis morgen und ganz, ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier im Webinar, ob nun live oder im Nachgang. Also dann, bis morgen, Ihr Mike Seidel.